Tag einen Brief gekriegt. Meines Wissens noch sind wir zwischen 300 und 500 in Österreich alleine jetzt. Und das werden jeden noch mehr. Ich habe jetzt übernehme ich das Mikro, weil du es mir schon gegeben hast. Wir sind heute aus Oberösterreich daher gefahren, weil wir gehört haben, dass heute eine Fernsehsendung Puls 4, Spindelecker, und es besteht die Möglichkeit, dass wir vielleicht mitreden. Ja, da sitzen wir ins Auto, fahren daher. Keiner zahlt uns das. Der Spindelecker hat das zahlt gekriegt, ich nicht. Und ich habe aber auch nicht fragen können, weil die haben uns nicht dran genommen. Aber die Frage wäre gewesen, und ich habe ihm die Frage gestellt, nachdem wir fertig waren, nach der Sendung. Ich habe gesagt, Herr Spindelecker, aber Frage. Ich habe meine Person quasi abgelegt und ich bin das nicht mehr und ich bin daher nicht mehr steuerpflichtig. Was tun Sie, wenn euch in Zukunft scharenweise die Steuerpflichtigen davonlaufen? Weil, Sie rechnen, genau. So geht es. Die haben ein Budget ausgerechnet jetzt auf der Basis dessen, dass es bleibt, wie es ist. Sie haben erst gestern im Fernsehen die Bevölkerungsrate in Österreich gesagt, dass das eh wächst. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das Problem ist nur, dass die Zuwanderung das Bevölkerungswachstum ausmacht. Ohne Zuwanderung war Österreich eigentlich geschrumpft. Und da gehöre ich auch dazu. Weil ich bin Österreich sozusagen als Steuerpflichtiger entkommen. Aber in Friede und Nicht-Kooperation, in Liebe und Verständnis. Und ich habe gefragt, Michael Spindelecker, was tat ihr? Das war die Frage gewesen. Was tat ihr, wenn keine Leute mehr zahlen? Weil ich meine, das kann man schon ausrechnen. Struktur, wie ist das? Ein Nulldefizit. Strukturelles Nulldefizit. Das kann man dann machen, wenn irgendwer mitzahlt. Aber keiner von euch braucht Steuern zahlen. Das tut er nur, weil er es nicht weiß. Also man hat euch gesagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das heißt auf Deutsch, Wissenheit schützt vor Strafe. Die Frage ist nur, was muss man wissen? Wir wissen nicht, was wir wissen müssen. Ein großer Ansatz ist einmal zu erkennen, dass der Mensch nicht seine Person ist. Dass er als Person betrachtet wird. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich bin keine Betrachtung, ich bin eine Erscheinung. Und das ist jeder von euch. Jeder von euch ist eine Erscheinung. Aber er wird betrachtet. Und das sind wir nicht. Das ist was Freiwilliges, da kann man mitmachen, aber es macht alles kaputt. Wir machen alles kaputt die ganze Zeit, nur weil es ums Geld geht. Geld, Geld, Geld. Und das können wir anders, das können wir besser. Aber das können wir nicht in einem System, wo alles verboten ist. Denkt einfach nur dran, bestes Beispiel, in Österreich ist Autofahren verboten. Das kann euch jeder Polizist bestätigen. In Österreich ist Autofahren verboten, außer ihr dürft es. Ja, außer man darf es. Und so ist das ganze System aufgebaut. Diese Welt ist eine Welt, da ist alles verboten, außer man darf es. In meiner Welt, in der Welt, wo eigentlich der Mensch auf die Welt kommt, also auf Erde, Mutter Erde, da ist alles erlaubt, außer man darf es nicht. Und das ist genau die andere Seite. Das ist maximal weit weg von einem, das kann ich gerade nicht sagen. Ja, das ist maximal weit weg. Und damit man von einer Seite auf die andere kommt, gibt es einen Nulldurchgang. Und den vergessen viele. Auf dem Weg von einem System ins nächste System ist ein Nulldurchgang. Weil es kommt ja, also es kommt von einem System, wo es verboten war, in ein System, wo es erlaubt ist. Das ist ein Nulldurchgang. Und dieser Nulldurchgang ist fließend. Es gibt keinen Crash. Es wird keinen Crash geben, weil jeder Mensch in seinem eigenen Geist durch den Nulldurchgang durchgeht. Zitzelweise, wie man sagt. Step by step. Jeder für sich alleine in sein Empfinden. Wann bin ich so weit, dass ich mich in eine Welt gehe trau, wo ich alles darf. Außer das, was ich nicht darf. Und das kann ich mir selber verbieten. Es steht in mir drin, was ich nicht darf. Und das macht jeder alleine. Und das, die Schaukel ist jetzt auf, es ist alles verboten. Und irgendwann ist die Schaukel auf, es ist alles erlaubt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie gesagt, System bedeutet planmäßiges Gefüge einer Gedankenmehrheit. Wir ändern gerade die Gedankenmehrheit und damit das System. Yeah. Halleluja! Ja, wunderbar. Also, ja, das ist ergänzt einander alles nur. Das ist Selbstermächtigung, Selbstbewunderung. Ja, ich bin keine... Wie hast du das so genannt? Ich bin eine Erscheinung und keine was?
Betrachtung. Genau, ich bin keine Betrachtung, sondern eine Erscheinung. Und das zeugt von Selbstbewusstsein. Und das ist auch das Wort Selbstbewunderung. Bislang haben wir immer auf Wunder gewartet von da oben, was auch immer da oben ist. Das ist ja für jeden was anderes. Die da oben tun ja sowieso nichts. Trotzdem gehen wir alle 4 Jahre zur Wahl und machen das Spiel nochmal mit. Habe ich diesmal das erste Mal nicht gemacht. Fühle ich mich richtig gut mit, muss ich sagen. Das Spiel gar nicht erst ernst zu nehmen, weil es eh nicht funktioniert. Aber wir warten nicht darauf, dass uns irgendjemand von oben mit Wundern versorgt, an dem viele von uns gar nicht mehr glauben können, dass noch irgendwas sich gut ändern kann, sondern wir sorgen selbst für unsere Wunder. Und das tun wir mit freien Energiegeneratoren, die es zuhauf gibt. Natürlich nicht bei Hofer zu kaufen oder bei Konrad. Obwohl bei Konrad gibt es schon teilweise so Bausätze, da geht sowas. Tesla-Energie und so. Wir bauen uns unsere Energiegeneratoren selbst. Das Internet ist voll davon. Zum Glück. Wir bauen uns ganz neue Formen von Ernte, Agrar oder beziehungsweise Lebensmittelanbausystemen, regional und klein. Man braucht auch nicht viel. Und wir bauen uns eigene Heilungssysteme, die auf Resonanzgesetzen beruhen. Ich habe selbst eine Software entwickelt, die macht Selbstheilung. Das ist natürlich jetzt ein